Hallo Leute, ja, willkommen zum zweiten Spiel. Enter Marisa und irgendeine Stage random. Wir nehmen Stage D. Einfach weil es random ist. Endless! Okay, was können wir? Wir können laufen, wir können springen, wir können Sterne schießen, können wir aufladen, nein, können wir nicht. Und wir müssen diese Engel hier besiegen und davon und dieses Gold einsammeln. Ja, einmal ein Spiel, wo wir Gold einsammeln statt Pilze mit Marisa. Und ich hab das Gold da oben gesammelt. Ich bin ein Kotto. Und ich kill den Engel, ich kill die Fee gleich, wo sie spawnt. Und ich gehe schnell darauf und mach die Feder fertig. Stirb Fee. Ja, mit dem Gold. Ich will dein Gold. Goblin, ich meine Kobold. Wow! Da will die hin, wir spawnen. Okay, dann gehen wir schnell runter und kriegen da noch die Feen. Los Marisa, du kannst es. Ich hätte mir vielleicht eine Timer stellen sollen, um nicht allzu viel Zeit zu aufzunehmen. Okay, du stirbst ja. Dann, ach du Scheiße, jetzt regnet auch noch die Dinger. Und sie tut sich auch noch rum. Egal, stirbt Feen, stirbt! Ja, und um was geht's in dem Spiel? Wir sind Marisa und wir müssen aus welchem Grund auch immer diese Feen umbringen. Keine Ahnung warum. Und wir haben 5 Energieherzen. Ich denke, wir müssen die Feen umbringen, weil sie uns Geld geben. Gold geben. Und Marisa ist Gold geil. Ja, sie hat sie braucht Geld für ihre Pilze anscheinend oder was auch immer. Wo bin ich? Warum? Ach du Scheiße, sind das wieder Feen. Sterbt alle bitte, ich habe ein Leben schon verloren und oh mein Gott, sie kommen von allen Seiten. Ah! Ja, war. Da muss man ja durchdrehen. Und Combo! Und da oben geht schon richtig rund. Und ich bin von... Ach du Scheiße, und ich passe nicht auf und rutsch von meinen Tasten ab. Ach du Scheiße, sie kommen von allen Seiten. Es werden immer mehr, Leute, es werden immer mehr. Und ich denke, das Leben wird auch nie aufhören, denn es heißt nicht umsonst Endless Marisa. Und da oben wird... Au! Und ich hatte eine Fee von oben erwischt. Ich hab mich überrascht. Und da spawnen schon wieder welche. Ach du Scheiße. Es sind einfach viel zu viele. Okay. Ganz ruhig, Marisa. Los, knallt ja ab! Es gibt eine fette Combo! Und alles töten! Ach du Scheiße, da unten sind auch schon wieder so viele! Und runter und autsch, das war's! Ja, aber noch gebe ich nicht auf. Verdammt. Kette haben wir nicht mehr geschafft. Egal, nein, wir speichern den Replay nicht. Never end. Ja, es endet nie das Spiel. Deswegen spielen wir gleich nochmal, aber diesmal spielen wir Stage G. Ach du heilige verdammte Scheiße. Und da kommt schon die erste Fee. Und da ist schon die nächste. Und... Grums! Kann man hier runter? Nein, kann man nicht. Stirb Fee. Combo. Warum war das jetzt ein Combo? Keine Ahnung. Egal, ich hüpfe darauf. Stirb Fee. Die Kombos halten hier anscheinend an, solange ich nicht daneben schieße. Gibt der Combo. Kaboom. Und ein 5er Combo. Und kaboom. Komm her, keine Fee. Stirb, keine Fee. Ah, da kommt noch eine. Stirb. Und eine 10er Combo. Und 11. Und 12. Und... Ich will das Gold haben. Stirb. Combo Nummer 14. Und...
Bam! Ich hab den geschossen. Ich bin... Und zwei Federn bestimmt. Da bin ich fast in die Feder reingesprungen. Stirb! 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 Her mit dem Gold! Stirb! Stirb! Ein ganz lustiges Spiel. Und zum Spiel kann ich nicht viel sagen, außer stirb! Stirb los, Marissa! Schießt die alle ab! Schnapp dir das Gold! Nom... Nein, nicht nom nom! Nom nom, nicht Gold! Ja, ich hab... Wie gesagt, ich... Naja, ich kann von... Ich kann von Spiel nicht ganz erklärt, was alles hier abgeht. Ja, dieses Spiel hier, die ganzen Toro-Spiele, die ich jetzt im Laufe des Tages uploaden werde, beziehungsweise freigeben werde, soll... Naja, bestes sein, stirbt hier, scheiß 10. Und ich sterb schon fast wieder. Soll mein Weihnachtsbestes sein, denn... Ich hab mal in der meiner Toho-Spielesammlung rumgekrammelt und ich bin schon wieder fast tot. Einfach zu viele Feen. Und hab ein paar, hab den nettesten Spieler rausgekramt. Hab mir den nettesten Spieler ausgesucht. Die ich mir dachte, ich zeig sie mal und... zock die für euch mal. Ja, das Spiel werde ich jetzt nicht mehr allzu lange. Eine Runde werde ich noch spielen. Nein, wir wollen den... Wiederholung nicht speichern. Ja, es endet nie. Doch, es wird einmal ändern, wenn ich keine Lust mehr habe. Wir spielen noch die O-Stage. Sieht ganz interessant aus. Stirbfee. Mal schauen, wie lange ich mich hier halte. Ich hoffe wenigstens so lange, dass ich eine vernünftige Videolänge zusammenbekomme. Okay, okay, da kommt eine gelbe Fee. Hepp und hepp und hepp. Stirb! Und die stirbt auch gleich mit. Wow, stirb! Verdammt daneben! Stirb! Stirb, grüne Fee! War ich hab getroffen? Den gab ich. Stirb! Ja, finden wir gleich nichts an, was soll ich sagen? Immer schön auf die kleinen Feen losgehen mit Sternen. Wir ballen mit Sternen. Mario würde sich freuen, wenn er auch hier wäre. Denn Marissa ballert hier einfach mit Sternen rum und Mario muss sie mal suchen. Ja, und die ganzen armen Feen müssen ja, und was ich sagen muss: Keine Feen kamen zu Schaden, um dieses Spiel zu programmieren oder was auch immer. Keine echten Feen kamen zu Schaden. Oder was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, da war schlecht, aber egal. Und ich sterb schon wieder fast. Ich darf noch nicht sterben. Sterbt ihr scheiß Feen. Ich mag euch nicht. Ah! Der von beiden Seiten von Feen attackiert. Jetzt nicht mehr zwar, wo ich das gesagt habe. Aber das zuvor und mal und zwei und du auch! Kaboom! Stirb, gelbe Fee! Oh, ich wollte eigentlich die gelbe erwischen, aber hab irgendeine andere erwischt. Und die spawnen schon wieder! Überall! Verdammt! Nein, ich will noch nicht sterben! Ich bin doch noch eine junge kleine Hexe! Ich hab doch niemand was getan, außer den Feen hier, die ich alle umbringe hier. Aha, und du spawn hier nicht mittendrin, wo das ganze Gold liegt. Ich töte euch alle! Sterbt! Ich werde den Heißkörn nicht knacken. Da bin ich einfach zu schlecht! Ach du Scheiße, jetzt hätte mich fast diese Rote da erwischt und ich treffe schon wieder nicht. Stirb, 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 stirb! Und ich renn genau in sie rein. Ist das scheiße, wenn ich das so sagen darf. Ja, gut, so viel zu dem Spiel. Ein sehr nettes Spiel, wenn man mal ein bisschen Langeweile hat, finde ich, kann man sich damit gute Zeit durchschlagen. Oder wenn man einen Hass auf Feen hat, aus welchem Grund auch überhaupt, zum Beispiel wenn man vorher zu lange The Legend of Zelda Ocarina of Time gespielt hat. Aber naja, darauf gehen wir nicht mehr ein. Egal,
Okay, Leute, dann bin ich Endless Marissa und ich hoffe, es hat euch gefallen und freut euch aufs nächste Game. Bis dann, ciao!